der heutige Herbstanlass 2022 ist unser Beitrag zur aktuellen politischen Debatte, nämlich Gesundheitspolitik und die damit verbundenen Kosten und die Einflussnahme. Der Vorteil vom heutigen Abend war, dass es ganz viele Expertenwissen da hat. Und dann, wenn man am Mensch gegenüber ist, dann merkt man plötzlich, oh, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und dann korrigiert man auch seine Meinung. Und von dort her, finde ich, ist das ganz ein wichtiger Anlass gewesen, weil verschiedene wirklich Betroffene aus dem Gesundheitswesen haben sich miteinander austauscht. Wir wollen eigentlich Leute im Gesundheitswesen, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwestern, die für Patienten da sind und nicht primär zum Formular ausfüllen, um den Stab befriedigen. Ja gut, ich war ja Moderator heute Abend. Sollte neutral sein, also möglichst sachgerecht. Und ich muss einfach sagen, es war ein super Publikum und tolle Gesprächsteilnehmer. Also man hätte sich das sogar noch ein bisschen kontroverser dürfen wünschen, wenn man so im Publikum sitzt. Trotzdem glaube ich, ist es sehr umfangreich und eine gute Diskussion gewesen. Ja, wenn man ein bisschen warm läuft, wird man natürlich gerne noch weiterfahren, Gemeinsamkeiten ausloten und vielleicht, aber das ist klar, am Schluss wartet der Apero und alle möchten nachher untereinander noch weiter diskutieren. Ich habe es einfach von A bis Z sehr inspirierenden Abend gefunden mit ganz vielen Inputs, die ich mitnehme. Wir haben heute Personen auf die Bühne gebracht und zum Diskutieren gebracht, die Aspekte aufgezeigt haben, in welche Richtung sich die Debatte bewegen könnte. Und damit können wir auch beweisen, dass unser Tool, unsere Plattform politik.ch hier einen substanziellen Beitrag dazu leistet.